Angenommen. Tagesordnungspunkt 17, Gesetzentwurf zur Fachkräfteeinwanderung. Wir haben hier zwei Wortmeldungen. Ich darf auch wieder den kurzen Hinweis zwischendurch mal geben. Vorne links auf dem Rednerpult befindet sich eine Uhr. Sagen die Grünen, es ist alles in Ordnung. Wenn sie gelb ist, geht auch noch. Wenn sie rot ist, dann wird es gefährlich. Das heißt, dann ist die Redezeit deutlich überschritten. Wir fangen an mit Frau Ministerin Paul aus Nordrhein-Westfalen. Frau Paul. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Deutschland ist ein Einwanderungsland, das ist gesellschaftliche Realität und das ist vor allem auch eine Notwendigkeit. Der Bedarf an Fachkräften in unserem Land ist enorm und betrifft viele Branchen und Regionen. Der Fachkräftemangel ist dabei auch kein abstraktes Problem, um das wir uns vielleicht mal in Zukunft kümmern können, denn wir spüren seine Auswirkungen schon heute, wenn die Bahn nicht fährt, weil das Personal fehlt, wenn ein Bauprojekt nicht weiterentwickelt werden kann, weil HandwerkerInnen fehlen, wenn Menschen in der Pflege fehlen oder wenn die Kinder nicht in der Kita betreut werden können. Der Mangel an Fach- und Arbeitskräften bedroht unseren Wohlstand und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Unser Wirtschaftsstandort und eine starke soziale Infrastruktur hängen an den Menschen, die sie tragen. Das vorliegende Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung ist ein wichtiger Schritt für ein modernes Einwanderungsrecht. Hier werden aufenthaltsrechtliche Normen geschaffen, die gezielt die Zuwanderung von Fachkräften stärken und erleichtern sollen. Viel wurde in den vergangenen Tagen und im Vorfeld auch der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit dem Kanzler über Ordnung in der Migrationspolitik gesprochen. Und das ist notwendig und muss auch innerhalb eines Gesamtkonzepts entwickelt werden, so auch im Rahmen von Abkommen, die einerseits die Rücknahmebereitschaft für Menschen ohne Bleibeperspektive regeln und andererseits legale Wege auch zur Arbeitsmigration öffnen. Denn wer das Asylsystem wirklich entlasten will und irreguläre Migration reduzieren will, muss legale und geregelte Wege nach Europa schaffen, ohne dabei das Grundrecht auf Asyl infrage zu stellen. Dazu ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ein wichtiger Schritt. Denn nicht für alle ist das Asylsystem der rechtlich passende Zugangsweg. Und deshalb braucht es Wege legaler Migration und ein Migrationsrecht, das den Anforderungen einer modernen Einwanderungsgesellschaft gerecht wird. Auch das ist sinnvolle Steuerung, auch angesichts eines Arbeits- und Fachkräftemangels. Das Gesetz schafft die Voraussetzungen dafür, dass Menschen zu uns kommen können, um hier zu arbeiten, unter anderem, weil die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen erleichtert und mit der Chancenkarte ein transparentes Punktesystem zur Zuwanderung geschaffen wird. Darüber hinaus wird anerkannten Fachkräften ermöglicht, in fachfremden Branchen auf Jobsuche zu gehen. Was hier geschaffen wird, entspricht Forderungen auch aus der Wirtschaft. Das Handwerk, die Pflege, die Kitas, sie alle suchen händeringend nach ArbeitnehmerInnen. Sie fordern offensiv, dass mehr Menschen Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen, weil sie eben auch darauf und weil wir darauf angewiesen sind. Neben einer notwendigen Fachkräfteeinwanderung müssen wir aber auch die Potenziale derer heben, die bereits in Deutschland sind. Menschen und Menschen, die Teilhabe ermöglichen, wer arbeiten will und kann, muss dies auch tun können. Wir müssen den Zugang zu den Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten erleichtern, um Perspektiven zu schaffen, Perspektiven für Teilhabe, aber eben auch für Unternehmen und Betriebe. Es betrifft auch die Frage von Ausbildungsduldungen sowie Möglichkeiten zum Spurwechsel. Dazu gehört auch, die Kompetenzen von Geflüchteten früher zu erfassen, ausländische Bildungs- und Berufsabschlüsse schneller anzuerkennen und auch über die Aufhebung von Arbeitsverboten zu sprechen. Zeitnah eine Beschäftigung aufnehmen zu dürfen, ist ein elementarer Integrationsbaustein und stärkt im Übrigen auch die Möglichkeit zur eigenständigen Sicherung des Lebensunterhaltes. Bei der Fachkräfteeinwanderung kommt es vor allem auf bessere und schnellere Verfahren und kürzere Wege an. Nordrhein-Westfalen hat mit der Zentralstelle für Fachkräftegewinnung in Bonn bereits Strukturen geschaffen, die einen Fokus auf schnelle und transparente Einwanderungsverfahren zu Erwerbszwecken legen. Aber gerade bei der Digitalisierung bleibt zwischen Bund und Ländern, das ist ein zentraler Baustein, an dem wir auch noch arbeiten müssen, bleibt zu viel im Medienumbruch hängen. Das heißt konkret, das, was digital eingepflegt wird, muss an der anderen Stelle ausgedruckt und postalisch verschickt werden. Ich glaube, das ist nicht die Form, mit der wir tatsächlich dann auch schneller, transparenter und vor allem auch bürokratieärmer arbeiten können. Dort sind dringend auch weitere
Weiterentwicklungen geboten. Es müssen aber nicht nur die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden, sondern es müssen auch additional eine systematische gesellschaftliche Integration und Willkommenskultur vor Ort gelebt und ermöglicht werden. Dies kann insbesondere durch gute Beratungsangebote, durch zugängliche, qualifizierte Sprachförderung und beschleunigte Prozesse gelingen. Und dazu gehört auch eine gemeinsame Verständigung auf die Verteilung der Kosten von Migration und Integration. Und eben der Verwaltungsaufwand, der darf nicht außer Acht gelassen werden. Die ohnehin schon außergewöhnlich stark belasteten Ausländerbehörden dürfen nicht weiter belastet werden, sondern müssen im Gegenteil entlastet werden. Hier sind zwingend Maßnahmen in der Praxis durch den Bund zu treffen. Dazu zählen vor allem die Ertüchtigung der Auslandsvertretungen in der Terminvergabe, Neuregelungen im Zustimmungserfordernis der Ausländerbehörden im Visumsverfahren und die Digitalisierung des Visumsverfahrens. Abläufe müssen hier entschlackt und Abläufe müssen verbessert und beschleunigt werden. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung nimmt die Bundesregierung weitreichende rechtliche Änderungen vor, um die Fachkräfteeinwanderung durch die Weiterentwicklung der gezielten und gesteuerten Zuwanderung aus Drittstaaten zu erleichtern und aufenthaltsrechtliche Hürden abzubauen. Es ist aus integrationspolitischer Sicht ein wichtiger und notwendiger Schritt, um ein modernes und funktionierendes Einwanderungsrecht zu schaffen und so dem Fach- und Arbeitskräftemangel in unserem Land gemeinsam und entschlossen gegenwirken zu können. Die weiteren Diskussionen auch und gerade bei der Frage bürokratischen Aufwands und der Entschlackung von Prozessen werden wir natürlich intensiv begleiten. Besten Dank. Als nächste Wortmeldung liegt vor. Parlamentarischer Staatssekretär Saathof vom Bundesministerium des Innern und für Heimat. Moin, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das ist kein neuer Zustand, auch keine neue Erkenntnis, sondern das gilt faktisch schon lange. Leider haben wir zu unserem eigenen Schaden unsere Politik zu lange nicht auf diese Einsicht ausgerichtet. Das spüren wir jetzt an allen Ecken und Enden. Diese Einsicht teilen nicht zuletzt auch zahlreiche Vertreter der Wirtschaftsverbände wie der BDI oder die IHK, denn in der Konsequenz fehlen uns heute Hunderttausende qualifizierte Kräfte in der Pflege, in der Kinderbetreuung, in der IT-Branche, im Handwerk und vielen anderen Bereichen. Ende letzten Jahres gab es rund 2 Millionen offene Stellen. Das ist der höchste je gemessene Wert. Und die wirklich große Herausforderung steht uns kurz bevor, wenn ab 2025 die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen. Der Mangel an Fachkräften ist mittlerweile für alle spürbar. Etwa wenn die Kita die Betreuungszeiten einschränken muss, wenn wir wochenlang auf den Handwerkertermin warten müssen und wenn in Krankenhäusern die Personalplanung an ihre Grenzen stößt. Der Fachkräftemangel schadet unserem Land. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Fachkräftemangel zur Wachstumsbremse wird. Deshalb richtet sich die Bundesregierung an der Einsicht aus, dass wir mehr Zuwanderung von Fachkräften aus anderen Ländern brauchen, um unseren Fachkräftebedarf zu decken. Ohne diese Zuwanderung wird es nicht gehen. Wir sind ja das Ministerium für Heimat, des Inneren und für Heimat. Deswegen sage ich es in meiner Heimatsprache, weil sich Sümms nicht helfen kann, ist ob Stöhn von Annen anwesen. Wir dürfen uns nichts vormachen. Deutschland ist für ausländische Fachkräfte bisher nicht das Top-Ziel. Dafür gibt es viele Gründe, aber ganz sicher gehört auch dazu, dass unsere aktuellen gesetzlichen Regelungen viel zu bürokratisch sind und hohe Hürden für qualifizierte Menschen, die in Deutschland arbeiten wollen, darstellen. Wenn Sie die Wahl haben, entscheiden sich Fachkräfte oft aus unterschiedlichen Gründen für andere Länder, wie zum Beispiel die USA oder für Kanada. Deutschland steht mit diesen Ländern im Wettbewerb um die besten Köpfe. Deshalb lohnt es sich, das dortige Einwanderungsrecht genau anzusehen und davon zu lernen. Diese Regierungskoalition leitet den nötigen und überfälligen Paradigmenwechsel ein, damit ausländische Fachkräfte schnell nach Deutschland kommen und hier schnell Fuß fassen können und sich vor allen Dingen auch sicher und willkommen bei uns fühlen. Ohne Willkommenskultur und die soziale Integration wird es nicht gehen. Der wichtigste Weg nach Deutschland wird auch in Zukunft ein in Deutschland anerkannter Abschluss sein. Daneben eröffnen wir den Weg über die Erfahrung. Wer mindestens 2 Jahre Berufserfahrung und einen im Ausland erworbenen Berufsabschluss hat, kann künftig als Fachkraft kommen. Der dritte Weg richtet sich nach dem Potenzial,
das die Menschen für den deutschen Arbeitsmarkt mitbringen. Wir führen eine Chancenkarte ein, die auf einem Punktesystem basiert. Damit erleichtern wir die Suche nach einem Arbeitsplatz deutlich. Ich bin mir bewusst, dass das Regelungspaket aus Gesetzentwurf und dem Entwurf der Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, mit der sich der Bundesrat ja auch noch zu befassen haben wird, ein komplexes ist. Wir haben aus meiner Sicht gute, ausgewogene und tragfähige Lösungen erzielt, für deren Unterstützung ich ausdrücklich werbe. Die Länder werden, davon bin ich fest überzeugt, von der steigenden Erwerbsmigration nachhaltig wirtschaftlich und gesellschaftlich profitieren. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass dieses Mehr an Zuwanderung auch administriert werden will. Die Rolle der Länder, etwa bei der Umsetzung des Aufenthaltsrechts und im Bereich der Berufsanerkennung, ist zentral. Ihre Expertise ist uns wichtig. Die insgesamt 41 Antragsziffern zum Gesetzesentwurf zeigen, wie intensiv das Thema auch von Ihnen diskutiert wurde. Dafür bin ich dankbar. Bei aller Kritik im Detail und bei allen Hinweisen auf Verbesserungspotenzial spüre ich ein grundsätzliches Wohlwollen, was die Zielstellung angeht. Unser Ziel ist ein solider, handhabbarer und zukunftsorientierter Rahmen. Dabei stehen die Regelungen nicht isoliert. Völlig bewusst bin ich mir darüber, dass die Regelungen von spürbaren und nachhaltigen Verbesserungen in vielen Bereichen begleitet werden müssen. Von A wie Anerkennungsverfahren bis Z wie zentralen Stellen für die Prüfung mancher Voraussetzungen, um nach Deutschland kommen zu können. Die Bundesregierung hat sich in ihren Eckpunkten zur Fachkräfteeinwanderung ein langes Pflichtenheft gegeben. Dies kann nur gelingen, wenn wir die Zeit bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen Neuregelungen und darüber hinaus nutzen und alle Beteiligten an einen Tisch holen, wie wir das auch schon in Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes aus der vergangenen Legislaturperiode getan haben. Hier liegt ein gutes Stück Arbeit vor uns. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und gemeinsam zu zielführenden Lösungen kommen werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Besten Dank Ihnen. Und jetzt können wir zu den Abstimmungen der Ausschussempfehlungen kommen. Und es liegt auch ein Antrag von Nordrhein-Westfalen vor. Und wir beginnen mit den Ausschussempfehlungen, und zwar mit der Ziffer 1. Ziffer 1. Ziffer 1 ist eine Minderheit. Weiter geht es mit der Ziffer 2. Auch das ist eine Minderheit. Weiter geht es mit der 3. Das ist eine Minderheit. 4. Wiederum eine Minderheit. Bei Ziffer 5 ist um getrennte Abstimmung gebeten worden. Ich rufe daher auf Ziffer 5, jedoch nur den Buchstaben B. Das ist eine Mehrheit. Jetzt bitte Ihr Handzeichen für Ziffer 5 im Übrigen. Auch das ist eine Mehrheit. Wunschgemäß stimmen wir auch über Ziffer 6 getrennt ab. Bitte Ihr Handzeichen für Ziffer 6, Buchstabe D. Das ist eine Minderheit. Jetzt bitte Ihr Handzeichen für Ziffer 6 im Übrigen. Auch das ist eine Minderheit. Weiter geht es mit der Ziffer 7. Ziffer 7 ist eine Minderheit. Ziffer 8, auch das ist eine Minderheit. Ziffer 9, eine Minderheit. Ziffer 10, auch eine Minderheit. Weiter geht es mit der 11. Das ist eine, ist zwar schon etwas mehr, aber es ist eine Minderheit. Ziffer 13, das ist eine Minderheit. 14, Minderheit. 15, bitte mal die Hand oben halten. Nee, das ist eben, das ist eine Mehrheit. Bitte mal nochmal oben halten, ich würde es gerne nochmal sehen. Ja, das ist eine Mehrheit. 16, das ist deutlich eine Minderheit. Weiter geht es mit der 17, auch eine Minderheit. 18, Minderheit. 19, Minderheit. 20. Bitte nochmal oben halten wieder, wenn es so knapp ist. Das ist eine Minderheit. Wir kommen zum Landesantrag. Bitte Ihr Handzeichen für den Landesantrag. Das ist eine Minderheit. Wir kommen zurück zu den Ausschussempfehlungen. Daraus rufe ich auf die Ziffer 21.
21, das ist eine Minderheit. 22, das ist eine Mehrheit. 23, Minderheit. 24. 24, wir halten mal oben. Knapp, aber eine Minderheit. Weiter geht's mit 25. Minderheit. 29. Minderheit. Wunschgemäß stimmen wir auch über Ziffer 30 getrennt ab. Bitte Handzeichen für Ziffer 30 ohne den Buchstaben A. Das ist eine Minderheit. Damit ist auch Ziffer 30 Buchstabe A erledigt. Wir kommen zur Ziffer 31. Also eine Mehrheit. 32. Auch das ist eine Mehrheit. Auf Wunsch des Landes stimmen wir auch über Ziffer 33 getrennt ab. Bitte Handzeichen für Ziffer 33 Buchstabe A. Das ist eine Mehrheit. Jetzt bitte Handzeichen für Ziffer 33 im Übrigen. Auch das ist eine Mehrheit. Weiter geht es mit der 34. Das ist eine Minderheit. 35. Das ist eine Mehrheit. 36. Minderheit. Weiter mit 39. Wunschgemäß zunächst ohne den letzten Satz. Bitte ohne den letzten Satz. Das ist eine Mehrheit. Jetzt bitte Handzeichen für den letzten Satz von Ziffer 39. Auch das ist eine Mehrheit. Nun bitte Handzeichen für alle noch nicht erledigten Ziffern der Ausschussempfehlungen. Das ist eine Mehrheit. Und damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung genommen. Wir kommen zum Tag.